Nach der Entlassung von Domenico Tedesco und ist der FC Schalke 04 auf der dringenden Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison. Wir haben einen Blick in die Kristallkugel gewagt und mögliche Nachfolger zusammengetragen. Mit Čeljko Buvač ist offenbar ein neuer potenzieller Kandidat gefunden. Wie Sky berichtet, ist der ehemalige Co-Trainer von Jürgen Klopp heißer Aspirant auf den im Sommer vakanten Posten in Gelsenkirchen. Buvač war ganze 17 Jahre lang Co-Trainer von Klopp, unter anderem beim BVB. Lange Zeit galt der einzige BVB-Jugendcoach als einer der besten Trainerexporte Deutschlands. Schließlich hatte der 47-Jährige beim sensationellen Aufstieg des Fußballzwergs Huddersfield Town in die Premier League maßgeblich seine Finger im Spiel. Seit er dort im Januar entlassen wurde, scheint ein Trainerjob in der Bundesliga nur noch eine Frage der Zeit. Bereits als Spieler schnürte Wagner übrigens 2 Jahre lang die Schuhe für S04, in den letzten Jahren ist es ruhiger um den einstigen Vorzeigefeuerwehrmann der Bundesliga geworden. Nach dem gescheiterten Comeback beim VfL Wolfsburg und dem Debakel in England beim FC Fulham betreute der 65-Jährige zuletzt den chinesischen Club SD Lüner. Falls Magath noch einmal eine Herausforderung sucht, könnte eine zweite Amtszeit bei Schalke gerade recht kommen. Im Februar 2019 wurde der einstige Weltklasse-Trainer von seinem Arbeitgeber Dalian Yifeng in China entlassen. Falls Schalke eine Lösung mit viel Strahlkraft sucht, wäre der ehemalige Coach von Real Madrid ein heißer Kandidat. Dass es Korkut versteht, Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld nach oben zu führen, bewies er in der vergangenen Saison eindrucksvoll beim VfB Stuttgart. Der Job beim FC Schalke käme mit einem ähnlichen Anforderungsprofil daher. Bei Bayer Leverkusen sammelte Hellig zuletzt internationale Erfahrungen und führte die Werkself in den europäischen Wettbewerb. Ob für den langjährigen BVB-Stürmer aber ein Wechsel zu Schalke in Frage kommt, ist mehr als fraglich. Der gebürtige Gelsenkirchener betreute zu Beginn seiner Trainerlaufbahn 2 Jahre lang die U16 des FC Schalke, bevor es ihn zum Karlsruher SC zog. Einer Rückkehr in die Heimat steht jedoch der Trainerposten beim FC St. Pauli im Weg. Als Trainer des SC Paderborn machte der 47-Jährige in den letzten Jahren mächtig auf sich aufmerksam. Zunächst führte er die Ostwestfalen zurück in die zweite Liga, dann formte er sein Team gar zu einem Kandidaten für den Bundesliga-Aufstieg. Der begeisternde Offensivfußball seiner Mannschaft könnte auch dem FC Schalke gut zu Gesicht stehen. Der 49-Jährige trainierte in der Bundesliga zuletzt den HSV, musste in der Abstiegssaison aber vorzeitig seinen Hut nehmen. Zuvor hatte er in Hoffenheim aber gezeigt, was in ihm steckt. Zudem war Gisdol von März 2011 bis Dezember 2012 bereits Co-Trainer der Knappen. Eine gewisse Nähe zu den Gelsenkirchenern ist also offensichtlich. Beim Rivalen Borussia Dortmund hat Stöger 2018 bewiesen, dass er nicht viel Zeit zur Eingewöhnung braucht. Den BVB führte er nach der Entlassung von Peter Bosz noch in die Champions League. Dass die Schalker aber gerade dem großen Rivalen nacheifern, scheint abwegig. Bereits seit einigen Wochen kursiert das Gerücht, dass Labbadia der nächste Trainer des FC Schalke werden könnte. Die Entwicklung, die er beim VfL Wolfsburg in den letzten Jahren zu verantworten hatte, ist durchaus beachtlich. Aus einem Abstiegskandidaten machten er wieder einen Kandidaten für die europäischen Plätze. Über eine ähnliche Entwicklung würden sich die Schalke sicher freuen. Zuletzt verkündete er immerhin im Sommer nicht mehr länger Trainer der Wölfe zu sein. Die Wege von Borussia Mönchengladbach und Coach Dieter Hecking trennen sich zum Saisonende vorzeitig. Sportdirektor Max Eberl bezeichnete die anstehende Trennung als strategische Entscheidung.
Der langjährige Bundesliga-Trainer ist durchaus ein Kandidat auf Schalke. Laut übereinstimmenden Medienberichten spielt der Red Bull Salzburg-Coach eine Rolle in den Gedankenspielen der Königsblauen. Doch Rose heuert im Sommer offenbar bei Borussia Mönchengladbach an. Offiziell ist der Deal aber noch nicht